Hallo zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn und ich mache heute hier ein wunderschönes Landschaftsbild von diesem Steg im Sonnenuntergang. Ich stehe am Ammersee und auf dem Herweg habe ich mir so überlegt, was fasziniert denn eigentlich Menschen oder auch mich an diesen Stegfotos? Warum fotografiere ich den Steg raus in die Ferne und nicht in die Richtung? Oder warum mache ich keine Fotos im Gebüsch oder von den Steinen am Ufer? Wieso wirken einfach diese Stegfotos am besten? Ich habe da jetzt keine richtige Erklärung, aber könnte damit zusammenhängen, dass das einfach in uns Menschen drin ist, dieses in die Ferne gucken. Die Ferne gucken nach Nahrung, nach Feinden vielleicht noch, keine Ahnung. Aber dieses in die Ferne gucken und die Sonne zu sehen, es gibt einem irgendwie ein gutes Gefühl, vielleicht auch Sicherheit. Weiß nicht, das ist eine Frage, die könnt ihr mir vielleicht besser beantworten. Aber jetzt möchte ich da nicht so philosophisch daherreden, sondern einfach dieses Foto machen. Das Besondere an dem Steg ist jetzt das, dass die Sonne eigentlich direkt vorne unter der Stegspitze untergeht. Und das werde ich jetzt einfach aufnehmen. Hier mit meinem Stativ und meiner A7 III Sony Kamera. Drauf habe ich einen Weitwinkel, einen 16-35mm G-Master, baue jetzt auf, ja, und warte vielleicht noch mal 15-20 Minuten, bis die Sonne auch so richtig schön tief steht über der Stegmitte, mache dann das Bild. Was ich jetzt auch noch sehe, direkt vor mir sieht man auch den Kirchturm auf der gegenüberliegenden Seite am Ufer. Man hat wahrscheinlich genau so den Steg hingebaut, dass man da drauf starren kann. Ja, so ist es. Jetzt bauen wir mal auf. Was mir jetzt hier auf dem Steg auch direkt auffällt, ist, dass der ziemlich wackelig ist. Das heißt, wenn ich nachher ein Foto mache, vielleicht noch mit Langzeitbelichtung, darf ich mich da nicht bewegen oder ich mache es über den Fernauslöser, weil jeder kleine Wackler hier auf diesem Steg, ja, macht mir halt ein unscharfes Bild dann am Ende. Da der Steg hier sehr, sehr schmal ist, muss ich die Kamera, die mich filmt, hinter mir aufbauen. Da werdet ihr dann nachher nur meinen Rücken sehen. Aber ich kann euch jetzt schon so ein bisschen sagen, auf was ich achte bei diesem Foto. Und zwar seht ihr ja diese senkrecht stehenden Pfähle. Da versuche ich diese Pfähle möglichst nicht irgendwie abzuschneiden in dem Bild. Man kann auch noch im Nachhinein natürlich das Bild beschneiden, aber ich versuche es gleich richtig zu machen, weil ich jetzt noch alle Zeit der Welt habe bis zum Sonnenuntergang. Also somit versuche ich die Pfähle nicht abzuschneiden und wenn möglich auch nicht die Schatten, die diese Pfähle werfen, weil die Sonne geht ja straight vor mir unter. Die werden wahrscheinlich noch viel, viel länger, die am Boden sind. Und dann werde ich es im zweiten Schritt dann auch so machen, dass ich die Kamera wieder optimal horizontal ausrichte, ne, dass das Bild nicht kippt. Das spart mir dann auch am Ende wieder Arbeit im Beschnitt. Hier ist es jetzt ganz, ganz wichtig, mit einer Auslöseverzögerung zu arbeiten, weil bei so einer Langzeitbelichtung mit einem Filter drauf verwackelt die Kamera meistens, wenn man auf den Knopf drückt. Oder ich mache es dann einfach auch mit dem Fernauslöser. Perfekt wäre es jetzt gewesen, wenn noch viele Wolken am Himmel wären, weil dann würde das Bild einfach noch mal ein bisschen dramatischer aussehen. Aber das sind ein paar einzelne Tüpfchen, ja, am Himmel, macht aber nichts. Ich habe gutes Wetter im Vergleich zu gestern, als es richtig mies war. Ja, ansonsten Weißabgleich ist entweder auf automatisch jetzt bei mir oder ich stelle einen auf Sonnenlicht. Und ich werde jetzt auch mal ein 3.0er ND-Filter draufschrauben und vorher noch, also draufstecken und vorher noch den Polfilter ausrichten. Den Polfilter habe ich ja in einem meiner vorherigen Videos vorgestellt. Da kann man schön an den Rädchen drehen, damit man einfach die Spiegelungen, diese weiße Spiegelung aus dem Wasser irgendwie rausholt. Das ist echt ein gutes Hilfsmittel. Ab jetzt ist er bei mir in der Landschaftsfotografie immer mit drauf, wenn ich am Wasser bin. Weil ich glaube, im Nachhinein in Bildbearbeitungsprogrammen kann man diesen Polfilter-Effekt ganz, ganz schwierig nur nachbilden. Vielleicht mit dem Dunstfilter oder sowas. Aber mal, wenn ich ihn eh dabei habe am Filterhalter, ist das ganz gut. Ja, und jetzt genieße ich einfach noch den schönen Sonnenuntergang hier. Bin hier total ungestört. Das ist richtig geil. Und freue mich einfach, dass ich hier bin. Reisen kann man eh nicht großartig. Was willst du machen? Fotografiere ich halt Stege.
Jetzt kommt mein Filterhalter wieder zum Einsatz. Ich habe so eine praktische Tasche von, ich glaube, Haida, genau. Da passen einige Filter rein und auch der Filterhalter. Heute Mittag habe ich mal den Filterhalter geputzt zur Abwechslung. Den Nisi V6 ist das. So. Ja, und im nächsten Schritt stelle ich jetzt meinen Polfilter ein. Das heißt, ich drehe jetzt hier ein Rädchen, bis diese reflektierende Wasseroberfläche sich in eine braune Oberfläche verwandelt. Es geht natürlich besser, wenn die Sonne aus irgendeinem Winkel kommt, so einem 90-Grad-Winkel. Aber es ist besser als nichts und ich nutze den Polfilter, weil ich ihn eh drauf habe. Genau, also jetzt sehe ich, ich drehe, es ist super, super hell. Und jetzt ist es schon ein bisschen dunkler. So, ich möchte ja gerne eine Langzeitbelichtung anfertigen, also kommt jetzt auch der ND-Filter vorne drauf. Und da die Sonne richtig kräftig scheint, verwende ich jetzt auch mal einen starken ND-Filter. Den 1000-fachen ND-Filter, den 3.0er. Moment, das ist der 1.8er. Hier. Die 3.0er. In der Hoffnung, dass ich vielleicht einen kleinen Wolkenzieher drauf bekomme. Ich möchte einfach möglichst lange belichten. Deswegen nehme ich den 3.0er und nicht den 1.8er. So, der geht rein wie Butter. Hier ist es halt wichtig, dass der halt echt alles abdeckt und dass da keine Lücken zu sehen sind. Ja, jetzt natürlich alles schwarz, wenn man durchs Objektiv guckt, ist klar. Deswegen muss ich die Belichtungszeit jetzt extremst erhöhen, um mir das Ganze mal gescheit anzugucken. Weil ich noch ein Fuchs bin und in der Nachbearbeitung wenig zu tun haben will, schraube ich hier noch diesen schönen Verlaufsfilter drauf, den ich seit Jahren hier schon benutze. Ein 0,9er Gradiationsfilter heißt der. Ups. Filtertasche fast ins Wasser gefallen. Kommt er auch drauf. Der dunkelt mir hier nur im oberen Bereich ab. Also muss ich den gutes Stückchen reinschieben. Schauen wir mal das Ergebnis an. Ja. Und wenn der zu tief sitzt, bildet er mir irgendwie eine Vignette, was ich uncool finde. Leute, Stieg ist so wackelig. Ich muss aufpassen, dass meine zweite Kamera hier nicht reinbollert. Okay. Den AU-Odelan-Funkfernauslöser schließe ich unten an diesen Multiport. Starte das Ding. Ich hoffe, es sind noch Batterien drin. Und muss jetzt hier über die 30 Sekunden hinaus in den Bulb-Modus drehen. Da bin ich jetzt. So, Einstellungen sind alle gleich. Jetzt brauche ich zum Beispiel auch nicht mehr die 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Und jetzt kann ich gut schon mal auf 1 Minute 1,20 sowas gehen. Das ist der erste Versuch, ich check's aus. Starte die Aufnahme. Und versuche jetzt hier keinen Schritt zu tun. So, jetzt bin ich über 1,17, 18, 19, 1,20. Mal schauen, ob das das richtige kitschige Foto ist, was ich heute haben will. 1,30 mache ich mal. Und 29,30. Bam! Geil. Sehr schön. Ich glaube, es dauert jetzt noch 2 bis 3 Minuten. Dann ist die Sonne genau mittig über diesem Steg. Ich denke auch, nach dem Foto werde ich auch den schwächeren ND-Filter nehmen, weil ich einfach keinen Bock habe, zu lang zu belichten, weil am Himmel tut es jetzt eh nichts. Ich habe keine wahnsinnig tollen Wolken. Und um diese glatte Oberfläche zu kriegen, kann ich auch einen etwas schwächeren ND-Filter nehmen.
Und her, das ist jetzt der 1,8er ND-Filter. Ganz schön dark, hä? Was man da plötzlich sieht. Ich schieb den jetzt mal von unten rein, weil ich da besser rankomme. Zack. Und hier muss ich jetzt natürlich auch wieder gucken, dass ich den Himmel entsprechend abdunkel. Ja, jetzt könnt ihr mal mitraten, wie lange belichtet man jetzt? 10 Sekunden. Mit 10 Sekunden oder noch weniger? Mit 8 Sekunden glätte ich auch die Wasseroberfläche. Passt schon. Ja, jetzt steht die Sonne auch nicht mehr genau mittig über meinem Steg. So warte ich jetzt einfach, bis sie untergegangen ist. Und dann habe ich nochmal dieses schöne rote Abendlicht. Und die Kamera lasse ich jetzt einfach hier so stehen. Ich will sie jetzt gar nicht groß bewegen. Ich habe jetzt keine Nöte, hier jetzt rumzurennen und andere Perspektiven zu suchen. Ich belasse es bei dem Bild und schaue zu, dass ich es perfekt nochmal einfange mit der richtigen Stimmung. Hier zeige ich euch nochmal exemplarisch meine Einstellungen. Das Histogramm ist gleichmäßig ausbeleuchtet. Eine Belichtungsanzeige zeigt mir zwar plus 2 an, aber das macht nichts. 13 Sekunden auf einer 14er Blende. Und hier seht ihr auch nochmal, was ich hier angestellt habe. Ihr seht 2 Sekunden Auslöseverzögerung hier. Ich bin im manuellen Modus. Ihr seht auch hier, dass ich die Stegspitze anfokussiert habe. Genau, ich mache jetzt mal so das Bild, 13 Sekunden lang. Jetzt ist es auch an der Zeit, den Verlaufsfilter rauszunehmen. Ja, und mich würde halt interessieren, gefällt euch das Bild mit Sonne besser oder nach dem Sonnenuntergang mit diesem etwas rötlicheren Himmel? Ich mag eigentlich beide Versionen. Ja, was sich jetzt mit Sonnenuntergang verändert, ist natürlich die Schattenspiele auf dem Steg. Die habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist es ein Einheitsgrau. Was ich halt auch bei solchen Bildern schön finde, ist diese ruhige Stimmung auf den Fotos. Es lenkt einfach nichts ab. Du hast hier nur den Steg und das Wasser. Und im Video erscheint es vielleicht alles sehr, sehr einfach, aber ich habe auch richtig lang gebraucht, um solche Fotos machen zu können. Und das Ganze kommt aber alles von alleine, wenn man einfach öfter unterwegs ist und seine Kamera und sein Objektiv gut kennenlernt. Ich weiß noch, am Anfang bin ich nur mit dem 55mm Objektiv monatelang rumgerannt und habe das nicht abgeschraubt von der Kamera, weil ich einfach ja, die Brennweite kennenlernen wollte. Und dann weiß ich jetzt, in welchen Momenten oder in welchen Situationen ich dieses Objektiv verwenden will. Deswegen, ich finde es ja immer ganz lustig, wenn so Fragen kommen, welches Objektiv soll ich mir denn eigentlich kaufen? Das ist eine berechtigte Frage am Anfang, aber man muss eigentlich immer den Zweck bestimmen. Ein Weitwinkel eignet sich halt ganz gut für Landschaften. Ne? Ein 85mm Objektiv eignet sich gut für die Porträtfotografie, weil einfach die Gesichter schmaler sind. Dann ist alles schön tight. Ja, man muss sich ja nur mal hier im Weitwinkel, schaut mal her, im Weitwinkel mal hier an die Ecke stellen, was für einen riesen Kopf ich da habe. Komme ich mittig, wird mein Kopf schon wieder ein bisschen schmaler, ne? So sieht sich niemand gern auf einem Porträt. Und mit dem Video will ich euch eigentlich auch nur verdeutlichen, wie gut es ist, wenn man einfach länger zum Fotospot bleibt und den Sonnenuntergang komplett mitnimmt, bis die Sonne wirklich auch untergegangen ist. Man hat eine andere Lichtstimmung und es kann sich echt lohnen. Da die Sonne jetzt auch untergegangen ist, leuchtet die wunderschön die paar
Wolken an, die jetzt im Himmel zu sehen sind. Und mit dem Weitwinkel kriege ich auch einiges an Wolken drauf. Wunderschön. Leute, ich wollte jetzt schon zusammenpacken, aber die Wolkenformation ist da so wunderschön und jetzt habe ich nochmal das 70 bis 180 draufgeschraubt. Ich zeige es euch mal. Schau ich mal das an und so auf einer 16er Blende mache ich das Bild auch nochmal. Ich sag's doch, da bleiben, bis es dunkel wird. Bloß nicht den Spot verlassen. Das ist doch unglaublich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es freut mich immer riesig, wenn ihr meine Videos kommentiert oder auch ein Like da lasst. Und ja. Das war jetzt mal wieder ein etwas ruhigeres Video, aber ich war halt heute einfach auch in der Stimmung, keine Action zu haben. So, dann schönen Tag euch allen noch. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee.